Und dann moinsen zu diesem, ja, etwas untypischen Video, aber ich hatte irgendwie einfach das Bedürfnis, ein bisschen über dieses Spiel, das jetzt vor ein paar Stunden zu Ende gegangen ist, zu plaudern. Ich gehe einfach quasi chronologisch durch, so ist es am einfachsten, so behalte ich den Faden so ein bisschen bei, sonst schwenke ich wieder komplett aus. Aufstellung fand ich okay, auch in der Wutscher zu bringen, fand ich okay, weil ich jetzt Philipps bisher auch nicht so wirklich toll fand. Das eine, was mich gewundert hatte, war jetzt, dass er jetzt nicht der eher ruppigere und erfahrenere als Kasiba gespielt hat, sondern ein Karasor. Das hat mich so ein bisschen gewundert. Und dann ging es ja schon ziemlich schnell los. 14. Minute, Elfmeter für den HSV. Dabei sieht dann Avucha erstmalig nicht wirklich gut aus. Leider, er wird getunnelt und dann rutscht er aus und rutscht mal rein. Ist halt ein eindeutiger Elfmeter, gibt's nichts zu diskutieren. Pobel hält ihn sogar fast, hat die Ecke, aber kriegt nicht mehr genügend Wucht quasi in die Hand, um den Ball noch aus dem Tor zu entfernen. Er leitet ihn quasi einfach nur ein bisschen weiter ins Eck rein, aber kann leider doch nichts machen. Dann 24. Minute, eine Koproduktion aus Fehlern von Insua und Avucha wieder, der hat echt einen rabenschwarzen Tag erlebt. Insua kriegt den Ball auch nicht richtig unter Kontrolle und spielt einen absoluten Idiotenpass oder einen sehr, sehr schweren Pass nach hinten. Avucha kommt nicht drauf klar, lässt sich sehr, sehr locker von einem körperlich stärkeren Jatta abkochen einfach, zieht durch und er macht ihn halt rein, der Jatta, ne? Eiskalt und 2-0. Da hättest du als Trainer auch einfach schon direkt sagen können, gut, Avucha, der Plan ist nicht aufgegangen, der ist überfordert mit seiner Aufgabe hier, den nehme ich raus und bringe ihn Philips. Hätte ich vielleicht sogar schon gemacht zu dem Zeitpunkt. Dann kamen wir zu unserer ersten richtigen Chance quasi, die auch zum Tor gemündet ist, die Ecke, und González kriegt den quasi so ein bisschen überrascht an den Kopf. 1-2 aus dem ziemlichen Nichts, aber auch der HSV hatte an sich eigentlich nicht wirklich großartig viel mehr Chancen, außer die zwei Hitschen, die sie halt gemacht haben. Trotzdem war die erste Halbzeit insgesamt, ja, huh, die war böse, vor allem defensiv war die erste Halbzeit extrem böse, was beim 3-1 noch wieder zu sehen ist, weil da deckt niemand den Kittel da unten, da stehen Stenzel und Insua im 16er, sonst niemand. Man sieht noch Kämpfe hinterher, Avucha ist gar nicht zu sehen in der Wiederholung. Wer weiß, wo die sind, komplett offen, defensiv verhalten war, ja, offensiv war mir quasi nicht vorhanden, außer dieser Ecke, außer dem Tor. Und defensiv verhalten war absolut, ja, das hatte einfach den Begriff Abwehr nicht mehr verdient, ganz einfach. Dann gehen wir in die zweite Hälfte, wo wir echt, echt gut rauskommen. Allgemein fand ich die zweite Hälfte echt nicht schlecht. Wir kontrollieren das Spiel eigentlich, machen Druck nach vorne, große Chance Clement, den man auch einfach mal machen kann. Auch González hat so ein paar Situationen, wo er einen Ball hat, aber halt zu lange braucht man im Abschluss. Oder allgemein halt wieder unser typisches Handballspiel. Wir wollen den Ball ins Tor tragen. Mir fehlt einfach dieser Bock auf Abschluss. Die haben irgendwie gefühlt einfach keine Lust abzuschließen. Das fehlt noch. Und dann fällt dieses 4-1 aus dem relativen Nichts. Der HSV hat in der zweiten Hälfte wenig gemacht. Das ist für mich auch schlicht und ergreifend, vermutlich regeltechnisch nicht komplett korrekt, was ich sage, aber das ist für mich schlicht und ergreifend ein Foul. Also es ist nicht der Ellenbogen, den der Kobel angezeigt hat, da war nicht. Aber es ist einfach eine Behinderung vom Keeper. Die beiden umarmen sich da quasi. Ich glaube, der Jatta war es. Mit dem Kobel, die umarmen sich da quasi. Hin und her geschiebe. Und so hat unser Keeper in seinem 5-Meter-Raum absolut keine Chance, irgendwie an den Ball zu kommen. Das ist für mich eine glasklare Behinderung für den Torwart. In seinem 16er, in seinem 5-Meter-Raum vor allem. Hätte für mich abgepfiffen werden müssen. Wurde es ja auch. Aber hätte für mich anders korrigiert werden müssen. Nämlich, dass es 3-1 steht und nicht 4-1. Weil das war für mich ein Foul. Ja, wir haben einfach weitergemacht. Das war das Positive. Einfach weitergemacht. Dann schöne Kombi, schöner Ball. Ich dachte schon, Castro, oh Gott, das Wind, warum legt der noch weg? Weil ich nicht gesehen habe, dass dann Wamukiduka noch reinläuft. Dann macht er seine erste Kiste für uns, das 2-4. Und dachte doch echt, jawohl, da geht was. Wir haben jetzt, glaube ich, 64., 65. war das, glaube ich. Wir haben noch Zeit, da geht noch was. Und dann kommt meine absolute Lieblingsszene des kompletten Spiels. Nämlich wir schießen 4-5 Minuten später auch das tatsächliche 4-3. Aber der Videoschiri nimmt das Tor zurück. Es war richtig schön gemacht. González setzt sich richtig schön durch, legt nach hinten. Und der Förster macht ihn diesmal rein. Aber das Tor wird abgepfiffen wegen unserer, ja, einfach nur traumhaften Handregelung. Kein anderer Grund. Unsere Handregelung ist einfach ein Traum. González setzt sich durch, ist im kompletten Zweikampf mit dem Gegner, so quasi Arm an Arm, Körper an Körper. Weiß nicht genau, wo der Ball landet, guckt sich um. Man sieht sogar, er guckt in die andere Richtung und der Ball springt ihm hier runter. Er springt ihm hier runter. Es wird abgepfiffen wegen Handspiel. Soll er sich seine Schulter abhacken? So, das ist auch gar nicht, klar, das Beispiel ist jetzt VfB, aber allgemein Beispiele. Wenn man jetzt wieder guckt, das Köln-Ding Freitagabends, da haben sie keinen Elfmeter bekommen, obwohl der Arm so wegstand und Ball hier dagegen geht. Man hat genügend Beispiele für diese Handregel. Sie hat einfach keine klare Linie und auch in dem Fall war es halt der definitive Bullshit, dieses Tor zurückzunehmen. Der definitive Bullshit. Jeder Spieler oder jeder Mensch, der jemals Fußball gespielt hat, weiß genau, da ist keine Intention.
Intention hinter. Er kann da nichts für. Das ist auch keine Hand, das ist, ich verstehe es nicht, wie man sowas zurücknehmen kann. Einfach, das ist Schiedsrichter, oder gut, da ist der Schiedsrichter gar nicht mal selber schuld. Liegt einfach an denen, die Regeln machen, dass die einfach keinen Sachverstand von Fußball haben. Solche Handregelungen einzuführen, wo alles, was irgendwie hier quasi gefühlt da hinten am Hals anfängt und hier runter geht, alles irgendwie Hand ist und abgepfiffen wird. Aber das auch nur, wenn der Schiri Bock drauf hat und was der Eidgänger eindeutig hatte, der ist ja auch nachweislich nicht so gut, da sind wir nicht so gut drauf zu sprechen auf den Herrn. Da hat man auch schon die ein oder anderen Schiris diese Saison, wo es bisher nicht allzu gut lief. Ist aber alles keine Entschuldigung natürlich, aber sind auf jeden Fall Probleme, mit denen wir zu kämpfen haben. Muss man einfach sagen. In so einem Spielfluss das 4-3 machen und gut, wir hätten vielleicht immer noch trotzdem 4-3 verloren oder so. Oder in irgendeinem Konto das 5-3 gefangen. Aber wir hätten es 4-3 gemacht und hätten weitergemacht und wir hätten vielleicht das Unentschieden aus Hamburg mitgenommen. Wir hatten eine richtig gute Phase und zweite Hälfte war allgemein sehr, sehr ordentlich von uns. Und wenn kriegst du wegen so einer Bullshit-Entscheidung, wird das abgepfiffen und das Ding, was ja bei Hamburg war mit der Kieferbehinderung, das wird nicht zurückgenommen. Das macht für mich keinen Sinn, das ist keine klare Linie, es ist einfach nur so, wie der Schiri pfeifen will aus Jux und Dollerei, wie er gerade lustig ist. So geht Fußball einfach nicht weiter und ganz ehrlich, mit solchen Regeln wäre ich nicht diesem Verein und diesem Fußball einfach so eng gebunden, dann müssten wir wirklich einfach diesen Drecksport einfach nur zu boykottieren, weil manche Regeln sind einfach komplett fußballfremd. Das macht es einfach so keinen Spaß mehr anzugucken. Fertig aus. Und wie es dann kommt, natürlich auch noch der passende Spieler, noch so eine Flanke rein, der Wutscher fälscht halt ab, kein Problem, ne, bleiben wir halt zur Ecke klären, fälscht ab, Harnik stichelt noch rein und 5-2 und dann war das Spiel vorbei. Wenn du halt einfach vorne die Dinger nicht machst und dann vorne auch, oder wenn er einfach wieder viel gegen dich läuft und auch vorne die Kisten nicht machst, das Comeback sollte nicht kommen in diesem Spiel, kam es auch nicht mehr, irgendwie in der Nachspielzeit 6-2 auch dahin geschissen. Insgesamt natürlich bei einem 6-2, du kannst nicht sagen, dass es unverdient ist. Es war verdient, alles gut. Nur in der Höhe halt nicht im Ansatz. Nicht im Ansatz in der Höhe verdient. Hat er auch fairerweise und coolerweise der Hacking und irgendwelche Hamburg-Spieler auch schon in den Statements nach dem Spiel gesagt, dass es deutlich zu hoch war und dass der VfB an sich ein gutes Spiel gemacht hat. Was ich nur in der zweiten Hälfte unterschreibe, so dass wir ein starker Gegner waren. In der ersten Hälfte waren wir kein starker Gegner. Fertig aus. In der zweiten Hälfte schon. Da haben wir stark gespielt, gut aufgespielt. Und in der Phase dann hätten wir vielleicht auch den Ausgleich verdient, aber dann am Ende in der Hülle und Fülle dann halt einfach nicht. Wir stehen jetzt relativ scheiße, stehen jetzt auf Platz 3, haben jetzt, glaube ich, 2 Punkte Abstand auf Bielefeld und 4 auf Hamburg, wenn ich es richtig im Kopf habe. Überholen weiß ich nicht, ob uns noch einer kann, ob wir noch auf 4 abrutschen können in diesem Spieltag, keine Ahnung. Aber Gesamtfazit ist so wie so häufig in der Saison, wir machen zu wenig Tore, schlicht und greifend, wir machen unsere Tore nicht. Entscheidungen laufen gegen uns, was mit dem 6-2 aber kein Endkriterium ist und kein Endgrund ist. Und der Hauptgrund, wir sind defensiv absolut schlecht. Wir sind schlicht und greifend scheiße. Defensiv. Das war halt wieder genauso. Wir waren einfach defensiv scheiße. Das sind so viele Fehler. Und jetzt alle, die anfangen wieder mit Walter raus und so, ja, mir macht der Fußball auch wenig Spaß. Aber der Walter kann nichts dafür, wenn er Wutscher ins Spiel bringt. Kann er maximal was dafür, dass er ihn reingesetzt hat. Aber die Fehler hätte auch ein Phillips machen können. Der kann nichts dafür, dass du dir 3 absolute Vollidioten-Tore fängst. Ein Elfmeter, wo sich Tunnel lässt und dumm reinrutscht, eindeutig. Dann eine Szene, wo Insua Drecksball spielt und da Wutscher nicht drauf klarkommt. Und dann sind einfach beide Innenverteidiger nicht da, wo sie sein müssen. Und dann fällt es 3-1, 4-1, für mich eine Fehlentscheidung. Hätten nochmal rankommen können, bla bla bla. 5 und 6 Tor sei einfach mal dahingestellt. Nur scheiße für unser Torverhältnis am Ende. Da kann doch kein Trainer der Welt was dafür. Ganz einfach. Sind individuelle Fehler und defensiv sind wir einfach schlecht. Und jetzt haben wir den HSV am Dienstag nochmal im Pokal auswärts 18:30. Und sag mal so, wenn wir so spielen in der zweiten Hälfte, sehe ich eine Chance. Wenn wir so spielen wie in der ersten Hälfte, sehe ich keine Chance. Wir müssen diese Fehler einfach abstellen, so schnell wie möglich. Ne? Also so geht das defensiv auf jeden Fall nicht weiter und von der Torausbeute vorne auch nicht. Im Pokal wird uns dann wenigstens ein Bartstuber zur Verfügung stehen. Den würde ich auch bringen, wenn der Wutscher würde auch machen. Der war komplett mit seiner Aufgabe überfordert. Tut mir echt leid, der ist auch noch saujung, aber das war einfach ein Griff ins Klo. Ich würde Askasi Bafokarasor bringen, was ich schon vor diesem Spiel gemacht hätte. Du brauchst mehr Robustheit, du brauchst mehr Erfahrung. Das Karasor hat kein gutes Spiel gemacht. Insua auf links fand ich auch nicht. Der wurde auch rausgenommen für Castro. Aber da kann es ja gerade nichts wechseln. Sosa wird es ja bis Dienstag wohl auch nicht mehr besser gehen oder gut genug gehen. Und dann Clement war für mich auch nicht wirklich gut, wenn man so ein paar Spiele rausnimmt, die ich noch schlechter fand als andere, würde dann Clement auch noch reinfallen, aber ich glaube, dem sollte man eine zweite Chance geben. Ich wüsste jetzt keinen direkten Ersatz, außer mag jetzt einen Massimo bringen oder sowas oder einen Klimovic und macht solche bisschen tempoaffineren Spieler da rein. Keine Ahnung. Bester Spieler von uns fand ich tatsächlich Gonzales, der hat sich überall reingehangen, der hat leidenschaftlich gespielt, der hat sich in jedem Zweikampf reingeballert, hat sich Chancen kreiert, hat sich Bälle geholt. Gonzales fand ich echt stark heute. Hätte meiner Meinung nach vielleicht noch ein Tor oder so mehr machen können aus seinen Chancen, aber an sich ein gutes Spiel gemacht.
gemacht. Und was ich mir eben gerade nochmal angeschaut habe, so statistikmäßig, hatten wir wieder mehr Ballbesitz, wir hatten wieder mehr Passspiel und sowas, eigentlich mehr ja, statistische Kontrolle über das Spiel, wenn man es so nennen kann. Aber das Schönste ist ja, dass wir, glaube ich, beide 14 Schüsse haben. Hamburg hat 6 Torschüsse, also Schüsse aufs Tor, und wir haben 5. Und dieses Spiel geht 6-2 aus. Das sagt, glaube ich, alles aus. Immer als Hamburg vom Tor war, haben sie das Tor gemacht. Wir nicht. Und so verlierst du halt so ein Spiel mal 6-2, was eigentlich im Endeffekt auch mit dem 3-2 jetzt gereicht. Mir tut leid für alle VfB-Fans, die da hochgefahren sind. Einige bleiben ja, glaube ich, auch wahrscheinlich übers Wochenende, hier mit Herbstferien und sowas, und gucken sich das DFB-Pokalspiel nochmal an. Das wird jetzt natürlich interessant. Am besten solltest du da halt nicht verlieren, was bedeutet, dass du weiterkommst, weil das Spiel findet ein Ende, es kann kein Unentschieden werden. Wäre ganz wichtig, und ich traue es uns auch zu, ganz einfach. Vielleicht sehen es der HSV jetzt zu einfach, uns nochmal so wegzuklatschen oder unterschätzt uns oder sowas, oder Walter hat seine Schlüsse gezogen aus dem Spiel. Ich traue es uns zu, dass wir das gewinnen, und dann kommen am Sonntag, ist es glaube ich, zu Hause Dresden, dann geht es in der zweiten Liga weiter. Ist es halt scheiße, dass wir tatsächlich auf dem dritten sind und wieder Plätze gut machen müssen, denn am Ende will ich nicht auf dem Relegationsplatz stehen, sondern direkt aufsteigen. Ob 1 oder 2 ist mir relativ wurscht, wenn ich ehrlich bin. Ist nur echt, eigentlich hätte ich es lieber andersrum gehabt. Da hätte ich lieber im Pokal 6-2 verloren, weil die Hoffnung, die ich hatte, mit Pokal weiterkommt, dass wir irgendwann mal Heimspiel kriegen, sowieso bei unserem Glück nie passiert. Also fliegt man dann in der nächsten Runde halt in Leverkusen, in Dortmund, in München, sonst wo raus. Und hätte ich lieber in der Liga gewonnen. Aber jetzt will ich wenigstens ein Erfolgserlebnis mitnehmen und in Hamburg gewinnen, denn sonst wird auch die Trainerdebatte irgendwann wahrscheinlich relativ eklig. Und das wäre jetzt typisch VfB, wenn man in dieser Herbstphase, in unserer schlechten, guten alten Herbstphase, wieder einen Trainer rausschmeißen. Ich hoffe es nicht. Es wäre vielleicht angebracht, wer weiß, Konstanz reinbringen, irgendeinen Trainer mit reinbringen. Es hilft nichts, wenn der Trainer jede Woche aufs Neue von irgendwelchen Rhythmus und wir kommen rein und es ist eine Entwicklung und sowas labern und es halt nicht in den Ergebnissen zu sehen ist. Bei den letzten 3 Niederlagen jetzt am Stück ist halt echt nicht geil und auch nicht unseren Ansprüchen gerecht. Aber einfach am Trainer ein bisschen festhalten. Ich hoffe, er dreht das Ruder um und es klappt irgendwann. Das schönste Beispiel ist ja echt Freiburg, die heute auch schon wieder gegen Leipzig gewonnen, wenn wir jetzt oben auf Platz 2 stehen und das mit einem Kader, der vermutlich, ja, der ist nicht krass. Ganz einfach, der Kader ist nicht krass. Aber es klappt einfach. Trainer, Sportdirektor, alles. Club, der funktioniert und das schon über viele Jahre mit quasi denselben Leuten, mit wenig Budget, das klappt einfach. Das ist einfach ein schönes Beispiel, da hinzugucken. Sind wir gerade noch weit entfernt vom Bundesliga 2. Platz, einfach aufsteigen. Das Spiel jetzt hier einfach verarbeiten, so wie ich es jetzt gemacht habe. Ich musste einfach dieses Spiel nochmal quasi, weil es einfach so viel war, von außen betrachtet, bestimmt ein richtig geiles Spiel. Es war einfach so viel, ich einfach jetzt ganz viel von der Seele labern musste. Packe es jetzt hier raus. Einfach so. Schreibt mir eure Meinung zum Spiel. Da kann man dann noch ein bisschen was schreiben, ein bisschen diskutieren, auch gerne Hamburg-Fans. Und dann, Trailer wird wahrscheinlich kommen, Montag oder so, für die Pokalrunde dann. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. And it goes-